Und oder halt komplett mit einem Ingenieur einnehmen. Okay, wir haben wieder einen MBF und können uns hier oben sogar schon aufbauen. Wir haben hier eine okay Anzahl an ja. Nein, ihr kommt erstmal weg, weil ich habe keinen Bock, dass ihr drauf geht, weil ihr seid Geld, was ich nicht hab. Nein, und du kommst noch ein bisschen. Du kommst noch ein bisschen vor. Weil ihr könnt dann da drauf gehen und ihr könnt dann mal mit vereinter Kraft da drauf gehen. Warum sollen die nicht hier oben drauf kämpfen? Wenn die, beispielsweise, wenn die Grenadiere explodieren, zersprengen sie das Tiberium. Und das ist für mich relativ scheiße. Weil, genau, ich habe dann keine Möglichkeit mehr, irgendwas zu machen. Also, dass dann die Fahrwege und alles dann relativ weit werden. Einsatz hier nicht möglich, fick mich. Radarzentrale, nee, wir gehen als erstes auf Hand von Nott. Wir werden das hier einfach mal erkunden. Wir haben die scheinbar nur zwei Seiten, von denen wir angegriffen werden können. Ist jetzt nicht so. Oh, wir haben sogar Raxirus. Werden das Ding bauen und dann werden wir mal ein paar normale Einheiten bauen. Euch stellen wir mal hier unten hin. Die Frage ist halt, brauche ich Raxirus oder nicht? Das ist halt jetzt so die Frage, was ich jetzt an Einheiten brauche. Weil Raxirus an sich, wenn die jetzt nicht irgendwie mit Panzer oder so einem Müll ankommen, finde ich, die Raxirus sind eigentlich super stark. Nicht so wirklich stark, weil wenn sie mit den Jeeps und sowas ankommen, einfach eine Übermasse an Androiden bauen, also an normalen Schützen, und dann ist es schon easy. So, was haben wir da? Das ist nur sowas und sowas, okay. Hier unten haben wir die, haben wir noch ein bisschen Erz, das heißt, da unten haben wir... Ja. Okay. Ist auf jeden Fall unsere Versorgung schon mal gesichert, so ist es nicht. Ich denke mal, das wird halt hier oben sein. Aber dazu brauchen wir halt noch mal ein bisschen Manneskraft, um da halt überhaupt hochzugehen. Nee, komm. Das Problem ist aber auch, was ich gerade sehe, oder was ich halt auch sehe, sind halt die Grenadiere. Weil wenn die Grenadiere, die sind halt mega stark gegen normale Infanterie. Und wenn die mich hier halt weghauen, ist halt kacke. So, zack. Ich halt nehme euch mal als Scout mit. Wir gehen gleich los. Ich werde nochmal speichern. Sicher ist sicher. Genau, Adler Not. Weil ich habe keinen Bock, irgendwie was großartig nachspielen zu müssen, bloß weil ich halt einmal zu wenig gespeichert habe. Da wir ja die Möglichkeit hier haben, hier einfach zu speichern, so wie wir lustig sind. Sollte man diese Mission, beziehungsweise diese Option, wirklich in jedem Spiel nutzen. Ist egal, in was für ein altes Spiel, neues Spiel, wenn ihr die Möglichkeit habt, nutzt die Mission, Möglichkeit. Okay, da oben ist nochmal Erz. Das heißt, wir werden nebenbei nochmal... Nein. Nein. Ich brauche erstmal ein Kraftwerk, sehe ich gerade. So, da ist dann jetzt erstmal mein Spähtrupp. Konstruktion fertig. Und so, das bauen wir dahin. So, zack. Ich weiß gar nicht, wie das war nochmal mit dem, dass die Schaden kriegen in Tiberium. Ich glaube, drin stehen können sie, aber sofern sie sich bewegen, glaube ich, kriegen sie Schaden. Mein Gott. Ich hasse diese Sachen, dass du halt nicht per Doppelklick deine Dinge ins an wählen kannst. Wenn man halt nicht gewohnt ist. Aber nichtsdestotrotz, Commander Conquer ist einer der schönsten. Wirklich einer der schönsten Echtzeit-Strategiespiele, die man spielen kann. StarCraft ist noch ganz cool. Euch setze ich mal auf eine. Ach nee, auf einen Hotkey geht's ja nicht. Die gehen ja noch kein Hotkey. So, weil dann haben wir hier oben nämlich nochmal ein bisschen Raffen, ein bisschen eher Tiberiumfeld. Und das, dann können wir weiter hier unten hingehen. Ich würde ganz gerne hier irgendwie das hinsetzen können. Oder hier, ich denke mal hier kann ich es hinsetzen. Oh shit, genau das meine ich. Ich hoffe mal, dass ich es hier hinsetzen kann. Das heißt, dich muss ich gleich nochmal hier ansetzen. Die sind, das passt schon. Euch hole ich mal ein bisschen dichter.
Du fress mal das hier vorne weg, bitte. Dass ich dann halt meine Raffinerie da hinsetzen kann, dass die nicht ganz so einen krassen Fahrweg haben. Wie ihr seht, ich brauche keine Raxirus, weil die machen das schon alleine. Das Einzige, wie gesagt, wird halt ein bisschen prickelnd, ist halt, wenn die, was weiß ich, wie viele Dingens bauen. Grenadiere. So, meine Invasoren lasse ich ganz gewollt hinten. Aber ich würde ganz gerne das Gefängnis erstmal sehen. Sollte hier aber eigentlich sein, weil von hier kommt es alles. Ja, sehr schön. Da haben wir es. Das heißt, wir können die Invasoren schon mal mitnehmen. Na komm. So, das Ding bauen wir erstmal nach. Bauen wir erstmal ab. So, das Ding muss nochmal aufgefressen werden. Ja, das dauert jetzt einen Moment, bis die Invasoren halt da sind. Die Sache ist halt die, ich weiß halt nicht, ob da noch mehr dazu geäußert wird. Ob ich denn vielleicht noch mehr kaputt machen muss. So, zack. Dann passt das nämlich. Du kannst da oben schon mal ernten. Und ihr haltet das erstmal auf. So, ich weiß auch nicht, warum ich drei Invasoren habe. Okay, gut. Die Invasoren, das juckt denen halt einfach nicht, ne? Okay, ist das... Irgendwie scheint denen das vollkommen egal zu sein. Wo sind hier Dingens? Ah, okay, jetzt weiß ich, warum das Dingens... Warum die so ein Dingens haben. Egal, wir bauen einfach mal da rein. So, GDI ist übernommen. Und dann probieren wir mal, einfach mal alle da drauf zu schicken und das den halt mal so schnell wie möglich halt runterzuholen. Ja, sollte sogar hin funktionieren. So. Weil dann können die halt erstmal nichts mehr nachbauen. Und wir können da reingehen und dann halt alles, ja, fertig machen. Das ist eigentlich relativ wichtig. Ich hätte ihn auch kaputt machen können. Silos, Silos, Silos. Ja gut, dann bauen wir halt mal ein Tiberium-Silo. Bauen wir halt zwei, juckt ja nicht. Wir haben ja eh hier Dingens. Genug Platz. Seht ihr? Geht ja eigentlich relativ fix. 22 Minuten, ich weiß. Ist ein. Wenn man jetzt vorspulen, wenn man Speedrun rollen würde, müsste man halt, wenn dann eh fix mal durchlaufen. Aber egal, das passt schon. Oh, die leichten Panzer. Sehen aus wie im Mann, wie die Marder von der Bundeswehr, ehrlich gesagt. Aber nur gut. Zwischendurch halt mal immer was trinken. Wie gesagt, bei mir ist halt relativ warm und mein Zimmer, wie ihr vielleicht wisst, ist halt unterm Dach. Und wenn irgendwie draußen, obwohl es relativ windig ist und ich Fenster ein bisschen auf habe, irgendwie 25 Grad draußen sind, ist bei mir immer noch arschwärmer, oder? Ja, die GDI hat die Gebäude verloren. Und wir sind Mission 4 jetzt mittlerweile. Es geht eigentlich relativ fix. Natürlich werden noch andere, also noch schwere Missionen kommen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir nur hier in Afrika bleiben. Das unser Punkt ist, weil mit der GDI, glaube ich, waren wir in Dingens unterwegs, in Europa. Na gut, da bin ich mal gespannt. Ja, okay, wir sind jetzt in Chad, Bevölkerung 5,2 Millionen, Entbehrlichkeit 80%, Hauptstadt N'Djamena, okay, ist eine Republik, Korruptheit der Regierung 85%. Wert 1, nee, 1 Milliarde, Krisengebiet um Hadjer, militärische Stärke lächerlich und militärischer Widerstand 35%. Die GDI evakuiert das Dorf um Hadjer. Not-Einsatzanweisung. Dorf zerstören und GDI-Rettungsoperation beenden. Örtliche GDI-Truppen aufspüren und vernichten. Okay. Okay. Ja gut, ich glaube, das wird... das könnte ein bisschen haarig werden. Okay. Das könnte echt ein bisschen haarig werden. Weil wir haben nur eine begrenzte Anzahl an Einheiten. 6 Raxirus, 6 Infanteristen, 2 Buggies und 2 Moppets.
Okay, das heißt, es könnte, wenn wir es nicht auf Anhieb schaffen sollten, könnte das eventuell eine Mission sein, die man eventuell nochmal neu laden muss. Ich fahre jetzt erstmal mit einem Buggy los. Sieht eher nach so einem Labyrinth aus. Okay, okay, okay. Das heißt, die Fahrzeuge kommen vor, um halt die Raxirus hier kaputt zu machen. Okay, das ist eine dumme Idee. Weil die sind doch stärker als ich dachte. Schwächer als ich dachte. Also die Moppets, die halten weniger aus als ich dachte. Okay, so jetzt kommt ihr da. Könnt das Ding denn schon mal kaputt machen? Ihr kommt auch schon mal mit vor. Dass ich halt immer so einen kleinen Puffer drin hab. Die sind halt mega kacke, die Not-Mods. Ist halt echt so. Komm. Ich brauche dich vielleicht als Spion, weil du relativ schnell bist. Es braucht dich kein Schwein, Mann. Ohne Scheiß. Zack. Immer gebündelt. Das Gute ist halt, dass die Raketen halt auch ein bisschen Damage, also Splash-Damage machen. So. Zack. Du bist ja schön schnell. Das heißt, wir nehmen das Moped halt als Scout. Weil ich glaube, für was anderes ist es eh nicht da. Weil eh zu schwach ist. Okay. Wir müssen sowieso alle GDI-Einheiten kaputt machen. Okay. Na komm. Das ist scheinbar die Marschroute hier. Das heißt, das Dorf müsste theoretisch denn hier links eigentlich liegen. Oh, ein BMT, okay. Gut, ein BMT sollte eigentlich kein Problem sein. Sag ich, ja. Okay, die könnten ein Problem werden. Das heißt, wir splitten mal unsere Einheiten ein bisschen auf. Weil wir dürfen halt keine Dingens machen. Okay, das Dorf ist halt echt hier links. Ja gut, die haben den Dingens verloren. Scheiße, den Buggy. Egal. Okay, jo, hier ist wirklich das Dorf. Wir düsen hier mal einmal grob lang. Wird wahrscheinlich zwei Teile sein. Oder zweiteilig sein. Hier oben wird wahrscheinlich nochmal ein Dorf sein. Ja. Das heißt, wir werden das Dorf jetzt erstmal ein bisschen pulverisieren. Großartige Verluste haben wir zum Glück noch nicht gemacht. Das finde ich ehrlich gesagt okay. Dass wir halt noch nicht irgendwie so großartig durch ihr Dingens jetzt draufgegangen sind. Weil die Generatiere werden halt, oder wären halt ein mega krasses ja, wäre halt ein großer Verlust gewesen, wenn die getroffen hätten. Ich geh nochmal auf die Kirche, vielleicht haben wir da irgendwie ein paar... Ich weiß gar nicht, ob es hier Kisten gibt. Also Heilungskisten oder so ein Scheiß. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube nicht. Zack. Wir sollen ja halt das Dorf zerstören. Das ist halt... Ist halt leider ein langwieriger Prozess. Und sowas will ich eigentlich nicht wirklich unbedingt vorspulen. Wenn es im Endeffekt, wenn nachher nur Aufräumarbeiten sind, was man halt in vielen Dingens, in vielen Missionen hat, wo die dann sagen, pass auf hier, die GDI-Einheiten muss noch kaputt gemacht werden und das und das und das. Zack. Aber das ist, gehört ja halt, wie gesagt, zur Mission. Aber das könnte ich aber da wirklich ein bisschen schneller machen. Alter, wie viele Häuser halt hier stehen. Oh, hier unten haben wir Tiberium. Das ist gar nicht mal so schlecht. Es könnte sein, dass wir vielleicht sogar noch einen Bauhof bekommen. Oder es könnte halt echt möglich sein, wenn GDI hier irgendwie noch eine Basis hat. Denn da halt mit einem Bauhof bisschen hier, mit einem Bauhof bisschen agieren, wäre eine Möglichkeit. Na komm, der darf nicht abbauen. Dann haben wir da, weil... Ja gut, hier oben ist halt noch viel. Es kann aber auch viel von der Map-Begrenzung noch sein. Hm. Ja, wie gesagt, ist halt blind, ne? Ich habe keine Ahnung, ich habe keinen Ansatz hier. Ich habe es, keine Ahnung, vor zwei, drei Jahren, glaube ich. Wenn ich sogar vier Jahren mal als Let's Play gesehen. Und halt da eigentlich nur halt geschaut und habe davon halt nicht immer wirklich was im Kopf. Daher bin ich mal gespannt, wie es hier weitergeht. Lol, okay.